Weiß nicht. Ich kann das nicht gleichzeitig spielen und singen. Oh, warte mal. Außerdem brauche ich einen Text dazu. Warte mal. Verdammte Axt. Steht nicht. Riff 1, Chorus, Riff 2, Bridge, Chorus, Riff 2, Bridge, Chorus, Keyboard, Interlude. Riff 3a, Riff 3b, Keyboard, Interlude, Solo, Rhythm, Figure, Solo, Rhythm, Figure with Keyboard, Solo. Keyboard Interlude, Riff 3a, Riff 3b, Riff 1, Chorus, Riff 2, Outro. Ja, und dann haben wir Black Number 1. Okay, stellt euch einfach vor, ich hätte das jetzt gespielt so. Und wieder das vertraute Bild von zahlreichen Fehlermeldungen. Boop. Und wir laden mal Grusel. Ist immer noch hier. Diese Mods sind immer noch fragwürdig. Wer weiß, ob sie funktionieren. Aber das sehen wir dann. Oh ja, super. Blutmond. Was auch immer das bedeutet. Kritischer Alarm, schwerer Zusammenbruch. Medizinischer Notfall, Raptor. Raptor hat einen medizinischen Notfall. Da müssen wir leider mal priorisiere verpflegen. Also, okay, vielleicht stirbt er. Aber lässt sich da nicht ändern. Nussi hat vielleicht gleich einen Nervenzusammenbruch. Warum? Er hat den Blutmond gesehen. Zurückgewiesen von Nuno zweimal. Disgusting Creature, unansehnliche Umgebung, Unnatural Weather, draußen geschlafen, Kolonist gestorben, das ist immer noch Bench, ne? Ja. Ohne Tischlein gegessen, gestörter Schlaf mal 3, geräumige Umgebung findet er gut, Frohnatur, niedrige Erwartung, okay. Dann wollen wir mal langsam anfangen hier, Kerstin ist wach, das heißt, sie kann sich hier mal ein Bett reinstellen. Jefim läuft hier auch irgendwo rum. Dem stellen wir hier mal auch ein Bett rein. Ich laufe auch irgendwo rum. So. Haben wir die schon mal weg hier? Achso, jetzt schläft sie selber. Blood Moon. Wie lange bleibt sowas? Ein Koloniepionier der Fraktion Dolium befindet sich auf der Durchreise. Er heißt Sam Motherfucker Jackson. Okay. Sieht nicht aus wie Sam Jackson. Pflanzen, Medizin, bisschen Fernkampf, homosexuell, Pyromane, habgierig. Okay, der bleibt hier nicht. Der zündet alles an. Verweigert Brandbekämpfung. Ja, logisch. Pyromane, habgierig. Das ist ja eine Sache da. So, wie geht's unserem Raptor? Kann ich nur aus dem Holz machen, ne? Ja, scheiße. Dann würde ich mal sagen, fängt das an, dass wir langsam mal hier Strom brauchen. Bauplatz ist bereits belegt. Was so für Fackeln? Haha, toll. So. Und dann Strom.
So, hier ist alles leer. Hier könnten wir eine Windmühle hinbauen. So, haben wir hier irgendwo. Was macht der denn da? Was ist das? Red Goo. Okay. Ja, mal alle brechen zusammen. Ja, es ist halt hier so. So läuft das halt hier. Wenn ich mal Eisen, also Stahl finden würde hier, das wäre prima. War hier nicht irgendwo in der Nähe was? Was ist das hier? Stahlreste, sehr gut. Dann bauen wir das hier mal ab und hoffen, dass das genug ist für die Windmühle. Können wir bald mal hier Rosenquarz-Fußbosen einbauen. Böden. Gibt's hier nicht. Wo ist der? Warum kann ich daraus keine Böden machen? Geht schon wieder los und ich kann nichts bauen hier aus dem Scheiß. Kann eine Wand bauen aus rosa Quarz. Ja, tut mir leid, irgendwie bin ich eben aus dem Aufnahmeprogramm geflogen. Ich habe keine Ahnung warum. Versuchen wir mal, ob das jetzt funktioniert, ohne dass ich wieder rausfliege. Also, was haben wir gemacht? Wir haben hier die Laternen hingestellt. Wir haben hier. Ach, die Windmühle ist sogar fertig geworden. Das ist ja cool. So, darum brennt hier auch das Licht. Gut. Jetzt brauchen wir dringend, mehr oder weniger dringend zumindest, Batterien. Okay, also hier. Und. Das ist ja Holz hier. Das könnte man mal wegtun. Und dafür Rosenquarz, von dem wir so viel haben, weil Holz ist ein wertvoller Rohstoff hier. So. Und damit hier nicht am Ende unser Holz gleich wieder verbaselt wird für irgendwelche frivolen Zwecke, entfernen wir hier mal die Fackel-Blueprints. Dann machen wir hier Rosenquarzmauer hin stattdessen. Das ist auch besser für den Brandschutz. Gebiet freigelegt, okay. Ah, interessant. Nokopilze. Sehr schön. Dann könnten wir hier vielleicht noch eine zweite Windmühle bauen, obwohl wir haben leider nichts anderes, was Strom macht. Was für einem. Warum baut keiner hier den Tisch? Zu wenig von dem Rotholz. Okay. Das kriegen wir. Das kriegen wir geregelt.
Okay. So, also gut, die beiden sind schon in ihren jeweiligen Zimmern. Was stehe ich da und starr die Wand an? So, dann müssen wir hier am besten, brauchen wir einen Labortisch aus Rosenquarz. So. So, dann ist das nämlich nicht nur ein Labortisch, sondern er sieht auch schick aus. Und da machen wir den Stuhl auch aus Rosenquarz dazu. So. Esel. Wir haben jetzt Esel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die müssen wir jetzt auch noch durchfüttern. Gut. Das machen wir ganz einfach. Gebiet 1. Machen wir hier mal so eine Tierzone. Hier dürfen die dann sich rumtreiben und das machen wir dann bei Gelegenheit. Wird das dann eingezäunt. So, Tiere, Esel. So. One of your colonists' senses have been plagued. Heiko has become disoriented. Mit Paranoia. Okay. Sanity Loss, meiner. Okay. Keine Forschung, okay. Forschung, Batterien, Batterien, Batterien. Batterien. So. So, und dann ist natürlich Carsten der Forscher hier vom Herrn. Sehr gut. Wand bauen, damit er nicht Krach macht, während die anderen arbeiten, während die anderen schlafen, meine ich. Oder ist auf der anderen Seite eine Wand machen praktischer? Hier so hin. Warte. Dann machen wir eine Redwood-Tür. Aus dem rosa Quarz haben wir noch mehr als von dem roten Holz. Dann bauen wir da mal die Doppelbetten draus. So. Und das wird alles abgerissen hier. Siehste, geht doch.
Meisterwerk. Nunu hat Doppelbett aus rosa Quarz her, meisterlich hergestellt. Eine Gravierung auf diesem Möbelstück handelt von Heiko C., wie er mit gerissenen, trockenen Lippen auf der Suche nach Wasser ist. Die Kleidung von Heiko ist zerfetzt und zerrissen. Die Szene spielt inmitten eines Bezirks. Ein Krokodil sitzt außerhalb vom Fokus, was zusätzlich zu dieser Szene passiert. Diese Abbildung erzählt von dem Ereignis am 4. April 5500, als Heiko einen Hitzeschlag bekam. Okay. Aber wir sind alle wieder einigermaßen gut gelaunt. Und warte mal, dann machen wir hier mal. Und Markus, zack. Sind Kerstin. Mit wem ist Kerstin liiert hier? Momentan mit Carsten. Okay. Das Bett können wir mal hier reinstellen. So, Carsten, Kerstin. Sehr gut. Können wir irgendwo noch ein... eine kleine Karte für Nussi bauen, damit er sich wohlfühlt mit seinem... mit seinem Asketismus. Und dann haben wir das auch bald. Strange Dropout. Was ist das? Overgrown Dropout. Aha. Bin ich immer gespannt. Nussi, okay. Die fliehende Gräfin. Euriku Lisruso, Gräfin der Fraktion Das Exodusreich, kontaktiert dich aus der Nähe. Ihre Leibwächter kamen bei einem Hinterhalt ums Leben. Sie konnte zwar entkommen, aber ein Hase verfolgt sie nun auf Schritt und Tritt. Da kommt jetzt der richtig gruselige Halloween-Kram. Ein Hase. Ne? Wow, Hasen. Lisruso möchte, dass du sie für ein paar Stunden in Eleganzburg beschützt, bis ihr Shuttle kommt und sie abholt. Sie wird demjenigen, der diesen Quest annimmt, 8 Ehre gewähren. Dies ist genug Ehre, um den Adelstitel eines Freibauers und damit alle verbundenen Privilegien zu erhalten, einschließlich psychischer Kräfte der ersten Stufen. Ein Hase. Klingt jetzt nicht so schlimm, oder? Machen wir mal. Gehen wir das Risiko mal ein. Hase. Wer... Soll ich denn wieder das Rad drehen? Ich glaube, ich drehe wieder das Rad, oder? Ist vielleicht eine Idee. Okay, Bench ist ja leider nicht mehr, steht nicht mehr zur Verfügung hier. Darum habe ich alle anderen hier. Können das ja mal ein bisschen shuffeln, damit ich mir mehr kein Nepotismus vorgeworfen wird. Und dann spinnen wir mal. Okay, erster Versuch, ich schwör's. Cool. Okay. Ja. So, also, kann weitergehen. Annehmen für Heiko. So, jetzt kommt hier Lisruso. Auf die müssen wir aufpassen. Die bekommt mal hier das Bett erstmal. So. Also macht Jagd auf Menschen. So, der wird dann natürlich gejagt.
Und zwar kann der Markus da mal mit dem Messer hin. War es das schon? Ja, war es schon. Sehr gut. Danke, Markus. So. Shuttle ist eingetroffen. Okay, das war's schon. Super, ich bin Freimaurer oder was? Freibauer. Ja, Grundbesitzertitel erhalten. Heikos Titelzeremonie. Die Fraktion des Exodusreich ist bereit, Heiko in einer Verleihungszeremonie den Freibauertitel und die Macht des Stufe 1 Zeilings zu verleihen. Der Titelverleiher wird mit einem Shuttle eintreffen und die Zeremonie durchführen. Wird nur dann den Titel verleihen, wenn alle Thronsaalanforderungen. Kannst du dir, ne? So, was ist denn? Wie sieht denn der Thronsaal aus? Läuft in 10 Tagen ab. Okay, dann bauen wir erstmal einen Thronsaal. Was ist mein Thronsaal? Okay. Grundbesitzer. Ah. Bauen wir hier einen Thronsaal hin. So. Strukturen. Bauen wir die mal aus Knochen. So. Wie viele Knochen haben wir? Genug. Genug für 2 Türen. Okay. Diverses. Ach, da sind die. Das ist ja cool. So, sehr gut. Was ist mit mir? Ah, Jefin hatte einen Zusammenbruch und wirkt seine Wut an den Tieren aus. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Auslösender Faktor war Acquired Occult Grimoire. Und ich finde der die Tiere nicht. Oh, Scheiße. Mist. Ah.
Na gut, dann gucken wir mal bei den Möbeln. Skull Throne. Für 1000 Knochen brauche ich da, wow. Ah ja, sehr genau. Batterie, dann Geothermie, ne? Oder Solaranlage erstmal. Ach, danke. Danke, danke. So schnell sind die Esel wieder weg. Ja, super. Der Jefin. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der erste Teil der Folge ist, bevor das Programm abgestürzt ist. Aber mir scheint, jetzt sind 20 Minuten rum. Ich glaube, 10 Minuten hatte ich. Dann ist das jetzt wieder eine gute Zeit, um Cut zu machen. Also dann bis morgen. Nur hahaha. Haha. Ach ja, und macht diesen ganzen Social-Media-Kram mit Daumen nach oben drücken und Kommentar schreiben und den Kanal abonnieren, falls ihr ihn noch nicht habt. Und dann bis dann. Thank you.